So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Far Cry 4. Wir haben gerade ein paar Geißen befreit und mal wieder ein Lager auseinandergenommen. Natürlich nicht leise, weil ich bin auch nicht so der Typ für leise eigentlich. Ich komme da gerne mit Granaten, allem rein, aber gut. Wir haben eine neue Waffe freigeschalten. Können wir gerade, genau, kennen. Zu nachfüllen. Ja, so viel habe ich noch nicht gebraucht, ne? Mal gucken. Waffe. Einzigartige Waffe. Hier, Cannon, ne? Das sieht aus wie ein Basic Revolver, actually. Und ich weiß nicht, wofür ich einen Revolver brauchen sollte. Frisiere deine Magnum mit einem erweiterten Lauf in einer Zieloptik und du erhältst diese Hochleistungsseitenwaffe in verbesserter Reichweite und Präzision. Ja, puh. Ich weiß halt nicht, wofür ich die einsetzen soll. Stattdessen, weil ich bin eigentlich schon ein Fan von Dingen, aber ich meine, was soll's. Nehmen wir mit, was soll's. Den Bogen bräuchte ich für Schneeleopard und sowas. Die Sniper habe ich eigentlich ganz gern. Ich tue es mal gegen die Shotgun tauschen, was soll's. Ich muss ja mal ein bisschen rumprobieren, was scheiße ist. Gerne. Mach ich. War ganz toll, macht sich bemerkbar. Suche auf der Karte nach gegnerischen Konvois. Ja, ja, alles da rein nach. Aber ja, müssen wir machen, für Sachen freizuschalten. Genauso wie Schneeleoparden töten. Aua, 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 aua. Nicht aua? Gut. Ja, also Schneeleoparden braucht man halt ein paar Fälle. Am besten natürlich wäre mit dem Bogen erledigen oder mit dem... Oh, Moment, wir haben ja auch Wurfmesser, damit sollte das auch gehen. Dann tun wir immerhin mal nicht... Ah, das ist ein Affen. Ich dachte gerade... Dann tun wir immerhin mal nicht, ne, hier irgendwas verschwenden. Weil dann kriegen wir ja wenigstens zwei Fälle raus. Anstatt nur eins. Das lohnt sich schon, würde ich sagen. Was die Bombenentschärfung zu sagen hat, werden wir jetzt gleich rausfinden. Ja, ne. Es sind hier noch 180 Meter. Gab's zwei. Jawollo. Gerade noch davon gequatscht. Was geht denn hier ab? Okay, nichts mehr anscheinend. Also, Schneeleopardenfell. Der hat theoretisch 6 Schuss, oder? Ich meine, das ist ein Revolver. Gut. Haben wir das auch geklärt. 70 Meter. Vorsicht, ein Adler greift an! Kommt mal der da hoch. Ich renne doch jetzt nicht außen rum, wenn ich direkt schon hier bin. Warum, du schaffst das? Believe in yourself. Hier ist doch eine Kante. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Da ist doch eine Kante. Siehst du die Kante etwa nicht? Aber nicht. Ah, okay, dann laufen wir doch außen rum. Moment, der Bogen auf 3. Hallöchen. AJ, wir haben nicht viel Zeit. AJ! Komm schnell her! Endlich bist du hier! Was ist denn das? Ah, cool. Ich muss mit dir reden. Okay. Ah. Bombenschärfung. Die Royal Army hat einen Sprengkommando an einem Einsatzort in der Nähe geschickt, um zu verhindern, dass der Goldene Pfad weiter nach Norden vorrückt. Begib dich dorthin und schärfe die Bomben. Bomben. Cool.
Abfahrt. Und um was für Vorräte geht es genau? Abgeworfene Notrationen für ein Dorf in der Nähe. Sie haben ihr Ziel verfehlt und Paul alarmiert. Weißt du, ich habe nicht viel Zeit mehr, aber er erklärt mir erstmal, was zu machen ist. Das ist ganz wichtig. Ohne Bemerkung nicht schon wieder. Oh nein, oh nein. Ohne bemerkt zu werden. Ja, das wird ja super funktionieren. Mit Ansage. Hier ist doch safe wieder irgendein Vieh, was mich angreift. Ich habe aber noch die Kamera, wenn ich gehe mal kurz mal Fotos knipsen. Okay, die haben Sniper, das ist ein bisschen problematisch. Haben wir so einen Ort nicht schon mal frei, also eingenommen gehabt, oder ist das ein anderer wieder? Okay, also wir haben eine Bombe da hinten. Da oben, aber ohne bemerkt zu werden, muss man die halt ohne bemerkt zu werden ausschalten. Ne? So. Eines da. Also die drei da oben, ist die Frage, wie wir die nacheinander rausnehmen. Den da hinten kriege ich weggesniped. Also ich kriege die alle wahrscheinlich weggesniped. Wobei da hinten nicht. Da oben wird es schwieriger. Wenn das nur die 5 sind, sollte es gehen. Wenn da noch welche stehen, wird es schwierig. Also schwieriger. Ich weiß auch nicht, wie aufmerksam die da oben sind. Aber theoretisch wäre es einfacher, die von oben nach unten auszuschalten. Weil warum sollte jemand nach hinten an die Wand schauen? Muss hier dann nicht hochkommen. Warum sollte jemand nach hinten an die Wand schauen, wenn da eine große Felswand ist? Da kommt doch safe keiner, also wirklich keiner auf die Idee kommt, da hoch zu gucken. Von da will ja eh keiner die angreifen. Ne? Hocken da noch welche? Ja, natürlich hocken da noch welche, ne? So, wir haben die. Okay. Da ist doch so eine Mühle, oder? Die können wir doch gerade mal mitnehmen, wenn wir jetzt eh da hochlaufen. Hier, die müssen wir auch einmal kurbeln. Oder? Ist das nicht so ein Dings? Wenn wir nicht. So. Genau, sind wir nicht hier oben auf dem Felsvorsprung. Und haben die zwei. Die gucken natürlich hoch. Na ja, klar. Wäre auch viel zu einfach. Hier oben ist zum Glück keiner. Okay, die zwei dagegen kriege ich ja easy raus. Ich würde gerne hier von der Seite. Ich müsste mit dem da anfangen, der da. Weil der ist am weitesten hinten. Mal gucken, ob ich da oben auf die Kante komme. So, und zwar die da unten habe ich. Genau. Hier. Kriege ich nicht den hinten raus. Und Sniper auf der 4. Die gucken echt schön darunter. Ich muss halt gucken, dass ich den dahin zuerst rausziehe. Dann die zwei. In der Hoffnung, dass die da unten das nicht sehen. Wenn die das sehen, habe ich halt ein Problem. Ich will mich langsam durcharbeiten. Jetzt muss ich noch warten, bis der eine Dude meint, dass er wieder gucken gehen darf. Kannst du mal gucken gehen, dann kann ich dich rausziehen. Am besten bleibst du kurz mal stehen, dann kann ich auch besser zielen. Hast du eine gesehen?
So, dann haben wir noch die drei da hinten. Und dann noch die zwei. Gut. Wenn ich jetzt richtig geguckt habe, sollte es das gewesen sein. Diese Kacke, Alter, dass man den scheiß Fallschirm nicht so benutzen kann. Jetzt muss ich von vorne anfangen. Das hat so gut funktioniert. Oh Mann. Das hat so gut funktioniert. Okay, theoretisch weiß ich jetzt, wie es geht, aber meistens ist es so, das erste Mal läuft er super und die anderen Male verkacke ich es dann richtig. 3. So, einmal außen rumlaufen. Oh, wahrscheinlich fickt mich jetzt irgendein Tier oder sowas. Ich kenn's doch. Ist doch immer das gleiche. Alter. Nächstes Mal Fallschirm nutzen und dann ein bisschen schon abfangen. Es war... Ich hätte es mir doch denken können, dass das passiert. Aber warum extra nur meinen Weg laufen? Nein, ich spring da direkt runter. Das wird ja schon überleben. Ja. Nicht. So eine Kacke. Okay. Naja, was soll's. Ich würde sagen, das hat auch gut funktioniert. Deswegen einfach 1:1 nochmal so machen. Wir haben einmal den. Wo ist dein Kumpel? Wenn der jetzt einer fehlt. Ah, nee, der fehlt nicht. Okay, theoretisch sollten das alle gewesen sein. So. Ich wette, genau jetzt entdeckt es dann einer, es geht alles schief. So wie sonst auch. Erster Versuch läuft Premium, zweiter Versuch spiele ich fast genauso und dann geht alles den Bach runter. Also alles wie immer eigentlich. Und ich mag es nicht, wenn alles wie immer ist. So. Die Drauen sind mir jetzt erstmal egal. Ich muss da oben den Blut rauszuppeln. Dafür dürfen die beiden dann nicht hingucken. Ja, natürlich. Alter. Ist ja nicht so, als hätte ich es gesagt, dass das passieren wird. Ach ja, so, komm, die drei Kollegen da unten kriege ich vielleicht noch raus. Den habe ich hoffentlich alle. Da sind natürlich noch welche. Natürlich, komm da jetzt. Das ist so ätzend. Dieser scheiß Wingsuit ist so schlecht steuerbar. Jetzt lande ich wahrscheinlich wieder da oben auf der Kante oder was? Alter. Ich komm nicht runter.
Ich fliege ja. Komm, leck mich am Arsch, ey. Ach, das geht oder was? Die Waffe wechseln geht nicht. Ja, ich schaff das doch niemals runter. Du brauchst so lange zum. Ja. Ja, wir machen das nochmal. Komm, töt mich doch. Wir machen das nochmal. Meine Fresse. Ohne bemerkt zu werden, ja. Kannst du den nicht aussehen. Vor allem den Wingsuit kannst du so schlecht steuern. Du kreist so lange in der Luft rum. Och, nee, 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 nee. Nächstes Mal einfach wieder runterlaufen und gut ist. Egal, ob sie mich entdecken oder nicht, ich lauf dann runter. Weil sonst. Das ist, nee. Wenn du eine halbe Minute lang einfach nur in der Luft rumschwebst, hast du davon ja gar nichts. Also es muss eigentlich jeder Schuss sitzen. Dementsprechend einfach mal kurz durchschnaufen. Kurz durchschnaufen, dann alle nacheinander langsam und ganz entspannt rausziehen. Ohne, dass es jemand mitkriegt im besten Falle. Den muss ich zuerst rausziehen. Den. So. Ich hätte noch gern ein besseres Scope, aber das gibt es leider nicht, soweit ich weiß. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Sniper. Muss ich mal schauen. Also so ein Imba-Scope finde ich schon ganz cool. Wo du einfach dem seinen Nasenhaar von hier erkennst oder sowas. So, jetzt den töten wir richtig dumm, weil der sieht den. Das heißt, der muss wegschauen. Der guckt eh weg, der Linke. So. Eins. Zwei. Okay, warten. So, einmal. Dann haben wir die drei da oben schon mal weg. Dann habe ich noch die zwei. Was ist denn der? Was macht denn der jetzt da? Der war vorhin nicht da. Das ist nicht nett. Ich mach meinen ganzen Plan zunichte. So, den da. Ah, der da hinten könnte ein bisschen problematisch jetzt werden, wenn der das sieht. Weiß auch nicht, was im Sichtbereich der hat. Durchladen, das haben wir noch die drei. Das sollten die aber nicht sehen. Scheiße. Ah, Kacke, komm schon. Nein, mach doch deinen scheiß Wingsuit auf. Ja, natürlich kommen da jetzt Leute. Ich hab schon wieder keinen Bock mehr, Alter. Wie will man das denn machen? Fallschirm. Ey, diese scheiß Mission. Weißt du, da erkennt dich einer und ach komm.
ohne bemerkt zu werden. Am Arsch, Junge. Ich habe eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wo sind die? Die sind bei... Ist jetzt 4? 4 ist Annäherungsmine, würde ich sagen. 0 ist Annäherungsmine. Komm ja von hier, ne? Wenn die dann meint, das Problem ist, wenn ich da oben auf dem Berg bin, ich brauche viel zu lange zum Runterkommen. Also am besten, in diesem Falle, hole ich die von oben raus, was geht, dann gehe ich runter und hole die anderen drei. Weil der darf einfach nur nicht an der scheiß Bomben-Dings ankommen, dann ist eigentlich alles gut. Weil das ist, ja, sobald der da ist, habe ich halt schon verkackt eigentlich, weil es ist zeitlich fast nicht möglich, da runterzukommen. Naja, irgendwann kriege ich es vielleicht auch mal hin, dass es so funktioniert, wie ich es gerne hätte, ne? Moment, die Doomsday markiere ich mal noch, dass ich das habe. So, einmal, zweimal. Einmal. Spaß. Okay, dann haben wir die drei auch. Die ersten drei sind weg. Zum 100.000. Mal. Dann jetzt noch die da. Waren da unten noch einer oder waren das nur die zwei? Ich glaube, das waren dann tatsächlich nur die zwei, weil der da hinten hatte mir dann Probleme gemacht. Ich kann den da rausziehen. Die sehen sich nicht. Die sind weit genug entfernt. Ich kann den da rausmachen, dann den da. Und weil die da unten sehen das nicht. Vielleicht fange ich damit an. Okay, aber die zwei sehen sich jetzt, da muss ich jetzt mal noch warten. Darf nur keiner von denen auf die Idee kommen, da hochzulaufen. Wenn das einer macht, habe ich ein Problem. Von hinten. Also der Klassiker. So, jetzt haben wir noch die drei Dudes. Oh, bitte lauf da nicht hoch. Wenn der da hochläuft, habe ich halt, ja, die Arschkarte gezogen. So, du läufst jetzt darüber, dann läufst du dahin. Von anderen Winkel. Also ich muss alle drei halt sehen. 1, 2 und 3. Oh, bitte lauf da nicht hoch. Das würde gehen.
Alter. So, ich nutze jetzt nicht den Fallschirm. Ich habe den Eindruck rausgeholt. Jetzt versuchen wir es einfach mal. Die Minen sind gelegt. Wenn da einer im Auto kommt, macht es ordentlich Bumm. Das kriege ich mit, auf jeden Fall. Mal jetzt wieder drüben. Theoretisch waren das alle. Praktisch weiß ich das aber nicht ganz genau. Ich da noch Leute in den Höhlen rumrennen. Alter, Alter. Imagine, du hast alle getötet, die Bombe laufen trotzdem runter und du stehst einfach so kacke, dass du es eh nicht gedrückt kriegst. Das wäre mal wieder typisch. So sollte es von Anfang an eigentlich laufen. Beziehungsweise beim ersten Mal habe ich ja wirklich keiner entdeckt. Alter. Alter. Junge. Schön, dass man immer im richtigen Winkel stehen muss, dass sowas funktioniert. So, ist hier noch einer? Ich, was kam das denn jetzt? Komm aus dem Gebiet. Ach, das auch noch. Komm, ich lese das mal im Zettel. So dringend ist es jetzt nicht. Schaljammer-Kloster. Dieses Kloster wurde um das Jahr 500 vor Christus von Kyras Anhängern in den Fels gehauen. Hier wurden die Lehren Kyras erstmals niedergeschrieben aufgezeichnet. Schaljammer wurde in den Jahrhunderten nach seiner Erbauung sorgfältig gepflegt und mehrmals renoviert und ist bis heute eine aktiv genutzte Kloster- und Tempelanlage. Bis heute. So sieht's auch aus. Ich entkomme aus dem Gebiet, aber ich nehme die Treppe, nicht dass ich aus Versehen sterbe. Und ich nehme die Minen mit, weil die kann ich ja wieder mitnehmen. Die braucht hier anscheinend keiner mehr. Ja, alle sparen an Geld. So. Oh Gott, war das jetzt ein Scheiß. Naja, immer noch was geschafft. Mehr oder weniger gut. Eher weniger gut, würde ich sagen. Schon wieder so durch nach so einer Aufgabe. Hallo, ich tue euch nichts, ich will nur durch. Oh ja, wo? Das hat dir nur 10 Messer gekostet oder so. Alles für das Fell. Ich dachte, das Ding heißt Nebelpaar, aber warum sagt ihr dann Leopard? Manche Leute versteht man einfach nicht. So. Oder so eine Maske. Nehmen wir auch gerne mit. Wie weit ist es noch? 70 Meter. Ort entdeckt. Bis zum nächsten Büro. Adler! Wo denn? Das hab ich nicht verdient! Immer gerne. Ich müsste mal einen Menschen probieren, also in-game, den Revolver. Mal gucken, was der so drauf hat. Mich mal interessieren. Na, ja, nicht er. Okay, ja, ich gehe mal noch gerade hier rüber, das nehmen wir noch mit.
Ich meine, die tolle Mission, die hat ihr ein bisschen Zeit jetzt gekostet. Und ich wundere mich, warum ich nicht zu Rande komme, ne? Wie ich fucking drei Anläufe. Oh, geil, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich muss den haben. Oh ja, nimm das halt so mit. Immerhin habe ich ihn nicht getötet. Beutetasche fast voll. Sehr schön. So. Also, so. Wo waren wir? Darunter möchte ich, okay. So, warte mal, für diesen Nebelpaar da Dings. 5 Fähigkeitspunkte inzwischen. Nicht schlecht. Schneeleopard? Ach, ist das nochmal was anderes, oder was? Wait. Fortschritt, Herstellung, Taktik. Schön, Fortschritt, Sammlung. Tasche, was ist das denn? Nebelpader. Nebelpader ist nochmal was anderes. Schneeleopard. Ja, natürlich muss es was anderes sein. Obwohl die sich so ähnlich aussehen. Ich wollte doch nur das Ding hier looten. Meine Fresse. Überall, wo ich bin, sehe ich diese kalten, toten Augen. Nur stiehlt den Menschen ihre Seelen. Bro, du trinkst Schwarzgebranntes und da wunderst du dich, dass du komische Dinge siehst. Also, aus manchen Leuten. Manche Leute haben echt gar keine Ahnung von dem, was die machen, gefühlt. Scheinen der Aufgabe gefährliche Tiere aus. Vernichte einen Konvoi. Ja, können wir mal gucken, also. Vielleicht gehen wir hier mal hin. War das gerade ein Tier? Wo seid ihr? Wovor habt ihr jetzt Angst? Irgendwie schreien hier alle Leute um Hilfe und du siehst nie jemanden. Ist doch gar nichts. Genau, also nächste Folge würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen Tiere jagen. Haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Mal davon abgesehen, dass wir das die ganze Zeit hier machen. Was ist denn hier los? Ah, scheiß Hund. Okay, dann würde ich sagen, nächste Folge gehen wir ein bisschen Tiere zusätzlich jagen. Und ja, dann können wir mal gucken, was wir mit den gestorbenen Tieren, mit den getöteten Tieren anfangen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao.